Hi und herzlich willkommen beim Part 2 unseres Themenvideos, alles rund um Teppichfliesen. Heute geht es ja um die Verlegung. Wir werden euch erklären, was ihr dafür braucht, wie ihr die Teppichfliesen verlegt und wir haben auch noch eine kleine Inspiration für euch bezüglich der Gestaltung der Teppichfliesen. Kommen wir nun zur der Verlegeanleitung unserer Teppichfliesen. Hier habe ich meine Teppichfliesen schon mal vorbereitet und ich sage euch, ihr müsst wirklich kein Mensch vom Fach sein. Wenn ihr keinen Plan davon habt, dann ist es gar nicht schlimm, weil wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Hier haben wir ein Cuttermesser, ein Profi-Cuttermesser, das findet ihr auch in unserem Online-Shop. Und ein doppelseitiges Gewebeklebeband für Teppichfliesen. Da kann man natürlich auch mal zwei dazu tun. Und hier haben wir besondere Tech-Tiles, nennen die sich. Die sind dafür da, um die Teppichfliesen in der Mitte miteinander zu verbinden. So, was natürlich super wichtig ist, ihr müsst euren Raum definitiv vorher einmal ausmessen und demnach auch vielleicht ein paar Markierungen machen, so dass ihr natürlich auch ein sehr gerades Ergebnis habt und die Teppichfliesen nicht schief werden. Wie ihr sehen könnt, sind hier auf der Rückseite Pfeile eingezeichnet. Je nachdem, wie ihr diese Pfeile verlegt, bekommt ihr auch ein anderes Muster. Hier blenden wir euch mal eine Grafik ein, wie das zum Beispiel aussehen könnte. Ich habe mich nun hier entschieden, die Pfeile in die gleiche Richtung zu packen, so dass wir ein simples Muster erzielen. Kommen wir nun zur Verklebung. Wie ihr seht, habe ich hier schon so ein Viereck gebastelt, was super wichtig ist, denn somit könnt ihr die übrigen Teppichfliesen um das bereits ausgemessene Square legen. So, hier nehme ich mir nun so einen Tech-Teil, lege das hier drunter, dann nehme ich mir eine Ecke und klebe das so da drauf einmal. So, das kann man dann schon mal auf den Boden legen und das andere einfach draufdrücken. Dann nehme ich mir die nächste Teppichfliese in der richtigen Pfeilrichtung. Lege es auch da drauf. So, dann schiebe ich das hier so schön an den Stoß. Richtig schön eng und dann einfach da drauf. So. Und somit habt ihr eine Ecke verklebt. Die gängigste Verlegung von Teppichfliesen, wenn ihr die verkleben möchtet, damit die einfach besser halten, ist es mit doppelseitigem Klebeband. Wenn ihr einen Raum habt, wie hier zum Beispiel auf unserer Zeichnung, dann müsst ihr anfangen, den Raum einmal komplett mit Teppichband an den Seiten zu bestücken am Boden und dann in die Mitte ein großes X einmal mit dem Teppichband quasi verkleben. Wenn ihr dann ein X in euren Raum verlegt habt mit dem Quadrat quasi oder dem Rechteck, je nachdem wie euer Raum geschnitten ist, da könnt ihr dann die Teppichfliesen einmal drumherum drauflegen. Falls dann noch nachgeholfen werden muss, weil dann eine Teppichfliese nicht so gut klebt, das ist ja gar kein Problem. Aber so im Großen und Ganzen könnt ihr das dann einfach so verlegen und ja, dann habt ihr neben den Tech-Tiles, die wir euch eben schon vorgestellt haben, eben halt auch die normalere Lösung, beziehungsweise die gängigste. Kommen wir nun zur individuellen Raumgestaltung. Da haben wir nämlich ein paar coole Ideen für euch, wie wir da so vorgehen. Wie ihr hier sehen könnt, das ist eigentlich so der Standardverlegestil, einfach in einer Verlegerichtung, in einer Farbe. Aber gucken wir doch mal, was man da noch so rausholen kann. So, und plötzlich haben wir hier ein Schachbrettmuster. Tatsächlich aus den gleichen Teppichfliesen. Die sind einfach nur in der Pfeilrichtung anders verlegt. Wie wäre es mit ein bisschen bunt? So Leute, hier haben wir ein bisschen farbenfroheres Spiel. Hier könnt ihr ganz viele verschiedene Farben zusammenmixen und coole Styles erschaffen. Also, da ist eurer Kreativität definitiv keine Grenze gesetzt. So, nun sind wir am Ende des Videos angekommen und wie ihr sehen konntet, falls ihr nicht vom Fach seid, ist das gar kein Problem. Die Teppichfliesen sind wirklich einfach zu verlegen. Falls noch ungeklärte Fragen offen sind, dann schreibt uns gerne einen Kommentar. Und ansonsten heißt es wie immer Glocke aktivieren, ein Like geben und auf unserem Instagram-Kanal bricoflow.de und unserer Webseite www.bricoflow.de vorbeischauen. Wir sehen uns im nächsten Video und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao!